Hier sind ein paar Häuserungen zum Entwurf des ersten Benzinmotors auf der Welt seitens des Ingenieurs Bernardi, der sich beim Bonfanti Wimmer Museum in Bassano del Grappa befindet. Eine interessante Eigenschaft des Ingenieurs Bernardi war die Konkretheit, die auch das Hauptmerkmal des Venetiens ist. Als allererste hat er den Motor entwickelt, gebaut und geprüft. Erst nachdem er sicher war, dass der Motor funktionierte, hat er ihn patentiert. Andere Erfinder hatten dagegen ein Produkt zum Patent angemeldet, ohne die reibungslose Funktion geprüft zu haben. Plötzlich kommt aber die Frage, wo konnte man Ende des 18. Jahrhunderts den Brennstoff finden? Natürlich gab es keine Tankstelle. Das Benzin bekam man in Dosen beim Drogist und man benutzte es vor allem für die Beleuchtung. Bernardi hatte den Geistesblitz, die Explosionseigenschaft des Benzins auszunutzen.